Reiswerfer heißt es, von Nachnamen. Und Vornamen? Reza. Ich war schon im Taxi drin, gestanden am Taxiplatz. Und ja, ich war schon am Buch lesen. Einfach habe ich gehört, laut in der Seite, ein Busfahrer mit dem Bus durch Zaune gefahren. Und laut war das. Ich habe geguckt, einfach 2, 3 Meter vor meinen Augen kommt der Busfahrer im Auto rein. Ich bin sofort reagiert und ausgesprungen. Und dann ja, trotzdem hat die Hälfte von meinem Auto mitgenommen und dann durch Geschäfte gefahren. Und durch Mauer gestanden einfach, der Busfahrer. Was haben Sie in dem Moment gedacht, als da Sie diesen Bus auf sich zukommen sehen wollen? Das, ich habe noch nie erlebt, solche Sachen. Ich habe einfach Kopf hoch geguckt, einfach gesehen, vor meinen Augen kommt der Bus rein. Sofort habe ich reagiert, ausgesprungen. Hatten Sie da auch Angst? Was haben Sie gedacht? Ja, bin ich in Schock immer noch, erschrocken. Ich habe noch nie erlaubt, solche Sachen. Einfach bin ich erschrocken. Wie froh sind Sie, dass Sie sich jetzt auch nicht groß verletzt haben? Hauptsache habe ich Glück gehabt. Körperlich bin ich gesund. Bei mir nichts passiert. Deswegen, bevor mein Auto reinfährt, ich bin ausgesprungen. Haben Sie mitbekommen, wie es den Fahrgästen aus dem Bus geht? Ich habe keine Leute im Bus gesehen. Ich habe einfach hinter Bus geguckt, wo der weiterfährt. Über 30, 40 Meter durch Geschäfte gefahren, der Busfahrer. Ich habe alles gesehen. Haben Sie was vom Busfahrer mitbekommen oder was gehört und mit ihm gesprochen? Der Busfahrer war am Lenken und Schreien. Bestimmt hat er Technikprobleme gehabt oder so, weiß ich nicht genau. Und einfach durch Mauer von Moschee gefahren und ihn gestanden. Ich konnte nicht mehr weiter. Haben Sie Ihren Namen? Ich bin Herr Aslan Aslanay. Ladenbesitzer hier vom Getränkemarkt. Wir befinden uns in Niederpleis, Stadtort Augustin. Am Mengesgraben, 2 bis 18. Hier vom Getränkemarkt. Also ich habe gesehen, dass der hinten bei der Kreisverkehr war ein lautes Geräusch, ganz lautes Geräusch hier. Und dann kam der in die Ecke, ist volle Pulle reingefahren. Also volle Pulle. Ganz laut. Und schnell. Sie haben den Bus schon gesehen, wie er an Ihrem Markt vorbeifährt. Habe ich gerade gesehen, live gesehen, wie der hier marschiert. Ich stand genau auf der Eingangstür. Ja, waren ein paar da kurz. Ja. Die wurden aber nicht verletzt. Nein, nein, nein. Gott sei Dank nichts. Wenn Sie mir noch einmal beschreiben können, wie Sie es erlebt haben, Sie standen in der Eingangstür und der Bus kam aus Richtung Kreisverkehr und dann?
Also war ganz laut. Ich wusste nicht, dass er hier einfährt, aber vor allem sehe ich, dreht er um und dann volle Pulle auf uns zukommt. Ich dachte, oh Gott, das wird rein in den Laden. Aber ging vorbei, zum Glück. Ja, also bestimmt jede Menge. Innen drin noch, von der Scheibe und alles. Mal gucken. Also, die Polizei sagte gerade, vielleicht muss ich ihn zumachen. Müssen wir vielleicht schließen. Warten wir das Ergebnis, was die Polizei sagt. Und mal schauen, was weitergeht. Da war nur ein Fenster. Ja, immer hast vergessen.
Thank you.